In diesem Video lassen wir Bayern München 2013 gegen Bayern München 2023 antreten. Trippelsieger von 2013 gegen den deutschen Meister von 2023. Und in der Startaufstellung vom Trippelsieger 2013 waren damals Mario Gomez, Franck Ribéry, Thomas Müller, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Martinez, Alaba, Dante, Boateng, Philipp Lahm, Manuel Neuer. Der FC Bayern München 2023, Choupo im Sturm, dahinter Musiala, auf links außen Coman, auf rechts außen Sané, Joshua Kimmich, daneben Goretzka, Alphonso Davies, Willich, Upamecano, Cancelo, Jan Sommer. Ja, das wird ein riesengroßes Fest, wenn Bayern München 2023 gegen Bayern München 2013 antritt. Welcome back to Sturmberg und FIFA 23 Teamduell. Der Trippelsieger von 2013 Bayern München gegen den deutschen Meister von 2023 Bayern München in epischen Challenges, und dafür steht mir das Glücksrad zur Seite. Und ja, du siehst schon, es gibt zwei rot markierte Bereiche. Die anderen Bereiche sind die normalen Duelle. Und mit dem Extreme-Glücksrad, es gibt zwei verschiedene Varianten, werden die Duelle noch ein wenig variiert und dadurch mit Sicherheit noch etwas geiler und schwieriger für das jeweilige Team. Und wir gucken drauf, was das Glücksrad als erstes auslost. Katsching! Und die allererste Challenge ist, in Anführungsstrichen, ein normales, direktes Duell. Ich packe den Controller beiseite und wir werden sehen, was passiert. Bayern München 2013 in den roten Trikots und Bayern München 2023 in den weißen Trikots. Ja, mal gucken, was das will. Bayern München 2013 mit einem Angriff, verlieren den Ball. Licht hat den Ball, dann geht er auf Davies. Und was macht Mandzukic? Der grätscht von hinten, volle Breitseite, den Davies weg. Das kannst du dir nicht ausdenken. Gelbe Karte für Mario Mandzukic. Dann Bayern 2023 im Angriff. Cancelo passt auf Sané. Der wandert in den Strafraum und wird flachgelegt von Dante. 11 Meter für Bayern 2023. Der Choupo steht am 11-Meter-Punkt und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob er das Ding rinsemmelt oder verschießt. Hält Neuer das Ding? Nein! Choupo trifft zum 1:0 für Bayern München 2023. Ja, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der deutsche Meister 23 hier auch mit 1:0 in Führung geht. Kurz vor der Halbzeit ist Bayern 2013 im Angriff. Robben auf Lahm, Lahm zurück auf Robben. Robben versucht den Ball durchzustecken auf Schweinsteiger und Schweinsteiger... Ja, was für ein Luschenschuss, den kann Sommer natürlich wunderbar halten. Bayern München 2023 im Angriff und Choupo, ja, der setzt das Ding gegen den Gegenspieler so mit Eckball. Ich könnte auf Sané kurz passen, macht er aber nicht. Er schiebt das Ding direkt in die Mitte vom Strafraum und der Licht trifft zum 2:0. Bayern München 2023 führt also 2:0. Kurz nach der 2:0 Führung ist Bayern München 2013 im Aufbauspiel und Choupo geht auf Boateng los und flankt ihn richtig von den Beinen weg. Und was passiert? Die rote Karte, das kannst du dir nicht ausdenken. Choupo kriegt die rote Karte nach dem brutalen Foul an Jerome Boateng. Ja, holla die Waldfee. Bayern München 2023 wieder im Angriff. Sané, was macht Sané? Er schießt. Der Pfosten rettet die 13er Bayern München Version vor dem 3:0. Damit ist Challenge 1 vorbei und es steht 1:0 für Bayern München 2023. Ja, Bayern München 2013, ihr müsst euch noch ein wenig reinhängen, damit das hier auf jeden Fall nicht eindeutig wird. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die nächsten Challenges jeweils einen Punkt mehr geben. Bedeutet also, Challenge 2 gibt 2 Punkte, Challenge 3 3 Punkte, Challenge 4 4 Punkte und Challenge 5 ganze 5 Punkte. Kommt das Glücksrad wieder zum Einsatz und sagt uns... Ui, eine ganze Champions League-Saison im normalen Modus. Nein, doch. Oh. Ja, da bin ich ja sehr, sehr gespannt, wie weit welche Version von Bayern München kommen wird. Springen wir ans Ende der Saison. Die Saison ist vorbei. Gucken wir auf die Gruppenphase. Oh, der FC Bayern München 2023 ist nur Zweiter in der Gruppe geworden. Wobei, punktgleich mit Liverpool. Und das Torverhältnis ist eigentlich auch fast ähnlich. Aber immerhin sind sie ins Achtelfinale vorgedrungen. Bayern München 2013 ist Erster in der Gruppe geworden. Auch 13 Punkte. Und ja, was soll ich sagen? Ähnliches Torverhältnis wie Bayern München 2023. Haben aber den FC Arsenal hinter sich gelassen. Im Achtelfinale schlägt der FC Bayern München 2013 Club Brügge insgesamt mit 5:2. Und der FC Bayern München 2023 verliert gegen den FC Barcelona mit 2
0. Damit also der Punkt für die 2013er Version des FC Bayern München. Aber was ich noch nicht gesagt habe, falls jemand jetzt diese Champions League gewinnen sollte, gibt es einen Extrapunkt, einen Bonuspunkt. Und wir schauen aufs Viertelfinale und Bayern München 2013 gewinnt sogar gegen Inter Mailand mit insgesamt 3:1. Im Halbfinale schlägt die 2013er Version PSG durchs Elfmeterschießen mit 5:4 und stehen damit im Finale mit dem großen FC Barcelona. Und gewonnen hat dieses Finale der FC Bayern München 2013. Damit der Extrapunkt, der Bonuspunkt. Aber was ich dir immer noch nicht gesagt habe, ist, sollte ein Team den Torjäger oder den Torvorlagengeber König stellen, dann gibt es wiederum einen extra, einen Bonuspunkt. Schauen wir auf die Torjäger auf und ja, leider Gottes ist Mario Gomez von der 2013er Bayern-Version nur Zweiter geworden. Und bei den Torvorlagengebern, ja, was soll ich dir sagen? Schweinsteiger und Ribéry nur auf Platz 2 und 3 und somit bekommt keine der beiden Mannschaften einen weiteren Extrapunkt. Schade. Die zweite Challenge ist vorbei und damit führt Bayern München 2013 mit 3:1, weil sie weitergekommen sind als Bayern München 2023. Und der Extrapunkt für den Sieg dieser Champions League Saison. Du willst nochmal so eine Art von FIFA-Experiment auf meinem Kanal sehen? Dann abonniere jetzt meinen Kanal. Jetzt gucken wir, was das Challenge-Glücksrad als nächstes für uns offen hat. Und zwar in 3, 2, 1 und... Die erste Extreme Challenge steht an. Katsching, katsching, katsching. Springen wir auf Extreme Challenge Glücksrad Numero Uno. Oh, Liga-Durchmarsch von der 4. zur 1. Liga in der Premier League und das Ganze in 4 Saisons. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ob beide Teams es innerhalb von 4 Jahren schaffen, bis in die Premier League aufzusteigen und sogar den Premier League-Titel zu gewinnen. Das sehen wir jetzt. Fight! Die Tabelle sagt aus. Oh, Bayern München 2013 hat 114 Punkte ergattern können. Und Bayern München 2023 liegt abgeschlagen auf Platz 2 mit 86 Punkten. Es sieht wohl so aus, als wenn sie am Ende in der Summe den einen Punkt für den Durchmarsch gewinnen können. Aber nicht zu vergessen, es gibt ja noch extra Punkte. Bonuspunkte für den Torschützenkönig und für den Torvorlagenkönig. Gucken wir rauf. Bayern München 2013, Thomas Müller auf Platz 1. Auch hier könnten sie eventuell den extra Punkt einheimsen. Und bei den Torvorlagen, oh, auch dort könnten sie den Extrapunkt einheimsen, denn Robben steht hier auf Platz 1. Und jetzt springen wir ans Ende der nächsten Saison. Die Saison in League One ist vorbei. Gucken wir auf die Tabelle und oh, Bayern München 2023 vor Bayern München 2013 mit knappen 4 Punkten. Beide haben 100 Punkte erreicht, also die 2023er Bayern 104 Punkte. Okay, aber lass mich kurz drüber nachdenken. Noch sieht es aus, als wenn die 2013er sich am Ende diesen Punkt einheimsen werden. Aber was sagen die Torjäger und die Torvorlagengeber? Wenn da jemand auf Platz 1 steht, dann ist es natürlich noch ein weiterer, eventueller Extrapunkt am Ende. Wenn keiner auf Platz 1 steht, dann gibt es natürlich keinen weiteren Extrapunkt. Gucken wir auf die Torschützen. Oh, schade, Marmelade. Diese Saison wird auf jeden Fall bei den Torjägern nicht mitgerechnet, da keiner auf Platz 1 steht. Bei den Torvorlagen, auch hier steht keiner auf Platz 1. Das heißt, also diese Saison wird also komplett außen vor gelassen für den Extrapunkt des Torschützenkönig und des Torvorlagengeberkönigs. Stand jetzt ist da die 2013er Bayern-Version immer noch an vorderster Stelle und könnte eventuell den jeweiligen Extrapunkt bekommen. Wir springen jetzt ans Ende der nächsten Saison. Saison 3 in der Championship ist vorbei. Gucken wir auf die Ligatabelle. Oh, die 2013er Bayern 113 Punkte und die 2023er Bayern nur auf Platz 3 94 Punkte. Oh, das riecht nach dem Punktgewinn für die 2013er Bayern. Aber noch bleibt ja jetzt die Premier League Saison über. Und auch da müssen wir natürlich sehen, welche Platzierungen mit welchen Punkten sie machen, um am Ende die Punkte zusammenzurechnen, damit wir wissen, welche der beiden Teams den verdienten Punkt am Ende einheimen kann. Aber was sind meine Augen da? Was sind meine Augen da? Du hast dem Video noch keinen Daumen nach oben gegeben. Na, dann wird es jetzt auf jeden Fall Zeit. Nicht zu vergessen, es geht immer noch um die Extrapunkte für den Torschützenkönig und den Torvorlagenkönig. Schauen wir also auf die Torjäger. Wer bitte ist Garnacho? Wann hat sich Bayern München 2023 bitte verstärkt? So geht das aber nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ihr verstärkt euch nicht und das bleiben die ganz normalen Bayern-Spieler auch bei den jeweiligen Teams. Schade, Marmelade, es ist wie es ist. Nichtsdestotrotz heißt das, dass Bayern München 2023 auf jeden Fall diesen extra Punkt vielleicht doch noch ergattern kann. Und bei den Torvorlagen, da gibt es keinen Spieler auf Platz 1, egal ob die 13er oder 23er Version von Bayern München. Ja, hier sieht es also weiterhin armselig aus. Springen wir ans Ende der nächsten Saison um jetzt endlich mal den Punkt vergeben zu können.
Die letzte Saison in dieser Challenge ist vorbei, 4 Saisons gespielt und ja, jetzt bin ich richtig gespannt, wie die beiden Clubs in der Premier League abgeschnitten haben. Schauen wir auf die Tabelle. Okay, Liverpool ist Erster, Arsenal ist Zweiter, City Dritter, Leicester Vierter, ManU Fünfter, Tottenham Sechster, Chelsea Siebter, Leeds United ist Achter. Beide sind nicht unter den Top 8. Oh, okay, gehen wir runter. 9 nicht, 10 nicht, 11 nicht, 12 nicht, 13 nicht, 14 nicht, 15. Bayern München 2013 Version mit 42 Punkten. Okay, wo ist Bayern München 23? 16 nicht, 17 nicht, 18 nicht. Auf Platz 19 ist Bayern München 2023 mit 33 Punkten. Ja, holla die Waldfee. Dann hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass Bayern München 23 so schlecht in der Premier League abschneidet. Aber was sagt das jetzt für die Gesamtpunktezahl innerhalb dieser 4 Jahre? Bayern München 2013 in der ersten Saison 114, dann 100, dann 113 und jetzt 42 Punkte. Bayern München 2023, erste Saison 86, dann 100, dann 94 und jetzt 33 Punkte. Macht gesamt 317, 369 Punkte. Damit geht der Punkt für den Liga-Durchmarsch an Bayern München 2013 in der Version. Aber nicht zu vergessen, es gibt noch einen extra Punkt für den Torschützenkönig und einen extra Punkt für den Torvorlagenkönig. Ja, wir wissen, eine Saison haben wir komplett gestrichen und jetzt schauen wir mal, wie es in der Premier League aussah. Von den Torjägern, ja, keiner unter den Top 14 auf Platz 15. Mario Gomez von der 2013er Bayern München Version mit 20 Buden kann ich aber nicht zählen, weil ich ja für dieses Video festgelegt habe, dass nur der Platz 1 gezählt wird. Wenn du dir jetzt aber sagst, wenn du nochmal so ein Video machst, Strubeck, dann zähl bitte von dem jeweiligen Team den besten Torschützen, dessen Tore zusammen, um dann diesen extra Punkt zu vergeben. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare, ob du es haben willst. Wenn nicht, dann bleibt es erstmal so bestehen. Bei den Torvorlagen ist gar keiner der beiden Mannschaften in den Top 15, wird also auch wiederum nicht gewertet. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Punkt für den Torschützenkönig. Und zwar hatte Bayern München 2013er Version Thomas Müller mit 24 Toren und Bayern München 2023er Version hatte mit Garnacho 38 Tore. Damit kriegt Bayern München 2023 den Extrapunkt bei den Torschützen und bei den Torvorlagen. Da konnte ich nur Arjen Robben mit 14 Vorlagen der Bayern 2013er Version aufnehmen. Und somit gibt es hier den Punkt für Bayern München 2013. Challenge Nummer 3 ist vorbei und die war ja wohl wirklich richtig krass, oder? 4 Saisons lang haben wir jetzt gesehen, welches der beiden Teams besser abschneidet. Ja, und am Ende muss man schon sagen, waren die Bayern 2023 gar nicht mal so gut. Bedeutet bei der Punkteausbeute 7 für Bayern München 2013 und 2 für Bayern München 2023. Und jetzt kommt das Glücksrad wieder zum Einsatz und wird uns aufzeigen, welche Challenge Nummer 4 sein wird in 3, 2, 1 und... Katsching, katsching, katsching! Wir gehen also in ein ganz normales Elfmeterschießen. Und der allererste Schütze ist Arjen Robben für das 13er Bayern München Team und Sommer pariert ihn perfekt. Glanzparade. Sané für die 23er gegen Neuer schießt nach links und gar keine Reaktion von Neuer. Was ist da los, Manuel? Schweini jetzt für die 13er gegen Sommer. Trifft er? Ja, er trifft, schießt nach rechts, verlädt Sommer knallhart und jetzt Coman für die 23er gegen Neuer. Oh, er verlädt Neuer und schießt nach links, wenn Neuer nach rechts springt. Mandzukic gegen Sommer. Und Sommer pariert schon wieder, das kannst du dir nicht ausdenken. Choupo-Moting gegen Manuel Neuer und der verlädt, Neuer schießt nach rechts oben. Jetzt muss Sommer halten und das Ding ist gegessen. Franck Ribéry für die Bayern München aus dem Jahr 2013. Trifft er, ist Bayern immer noch im Spiel und Sommer hält ihn erneut. 3 Paraden in diesem Elfmeterschießen. Bayern München 23 verdient der Sieger im Elfmeterschießen. Was ich noch kurz einwerfen muss, mein Herz würde sich ja freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das war also Challenge Nummer 4, das normale Elfmeterschießen gewinnt Bayern München 2023. Heißt also in der Übersicht 7 Punkte für Bayern München 2013 und 6 Punkte für Bayern München 2023. Jetzt kommt die letzte Challenge, die allerletzte Challenge, um zu sehen, wer das bessere Team ist. Und ja, wir gucken wieder aufs Challenge-Glücksrad und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommen wird. Und... oh, eine weitere Extreme Challenge. Katsching, katsching, katsching. Jetzt wird's aber richtig spannend. Ja, mal gucken, was das Extreme Challenge-Glücksrad für uns offen hält. Und... wie krass ist das dann? Volta Football, aber nicht das normale Volta Football, sondern im Survival-Modus. Schauen wir rauf. Fight! Bayern München 2013 gegen Bayern München 2023. Oh ja! Yeah. Pizarro
auf Schweini und... Ah, der Sommer ist aber auch richtig gut im Tor. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Jetzt Bayern 23 mit Sané. Der auf Müller und Müller mit dem Kopfball auf Manuel Neuer. Ja. Schweini auf Müller. Müller tänzelt so ein bisschen mit dem Ball und schießt aus der Entfernung und trifft zum 1:0 für Bayern München 2013. Wow, was für ein Schüsschen. Schön ausgetrickst. Und ja, da sieht Sommer auch richtig schlecht aus. Thomas Müller. What a man. Mané mit der Hacke auf Müller. Thomas Müller trickst aus. Zurück auf Sané. Sané auf Müller. Der wieder zurück auf Sané. Dann auf Mané. Auf Kimmich. Kimmich auf Mané. Auf Sané. Und oh, ärgerlich. Schweini auf der anderen Seite. Auf Robben. Robben läuft alleine durch. Schießt. Und das 2:0 durch Arjen Robben für die Münchner 2013. Ja, was lässt man den Arjen da auch so alleine stehen und gehen? Kannst du dir einfach nicht ausdenken. Der Arjen trifft zum 2:0. Und damit der zweite Spieler, der das Spielfeld verlassen musste. Sané hat den Ball, läuft aufs Tor und... Was war das denn für ein Schüsschen? So kann man doch keine Tore erzielen, Kinnes. Schweini auf der anderen Seite im Angriff. Er schießt und macht das 3:0. Bastian Schweinsteiger schießt das 3:0 für Bayern München 2013. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Schweini, Fußballgott, macht das 3:0. Und damit bleibt Pizza als letzter Überlebende auf dem Platz für die 13er von Bayern München. Jetzt ein starkes Passspiel zwischen Pizza und Neuer. Ja, die lieben dieses Spiel. Machen nicht... Was war denn das jetzt für ein Pass? Gerade eben hast du doch wunderbar zu Pizza gepasst und dann auf einmal gegen die Bande und musst dann auch selber hinlaufen. Ja, so geht halt aber nicht. Und Neuer macht einen Fehlpass auf Sané von den 23ern, der zum Anschlusstreffer trifft. 3:1 also, und es ist noch ein bisschen Zeit über, sodass die 23er vielleicht noch die Chance haben, den Ausgleich zu erzielen. Aber Leroy muss erstmal den Platz verlassen. Challenge 5 ist vorbei. Bayern München 2013 gewinnt also Volta Football Survival mit 3:1 und ergattert die letzten 5 Punkte. Heißt also nach 5 Challenges ein 12:6 für Bayern München 2013 und bedeutet im Endeffekt, die Münchner aus dem Jahr 2013 sind immer noch besser als die Münchner aus dem Jahr 2023. Oder wie siehst du die ganze Kiste? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Sollte dir das Video gefallen haben, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, teile das Video mit deinen Freunden, damit auch die sehen, welche Bayern-Mannschaft, also Bayern München 2013 oder Bayern München 2023, die bessere ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.